with a boy like you, like you. What do I do with you? What do I do with a boy like you? Willkommen zurück zum dritten Part und wir haben jetzt Schluss. Schluss damit. Ich bin gespannt, was der morgige Tag bringt. Auf alle Fälle bringt es eine Abwechslung zum normalen Schultag. Nami! Ich finde dich im Moment echt aufgedreht. Aber nur weil du gerade alles so gut läuft. Ist dir das überhaupt bewusst? Ich werde nicht nur nähen, sondern du wirst mir auch noch dabei helfen. Yeah. Du vergisst Kenton und Carla. Wer? Du bist doch bestimmt happy darüber, in einer Gruppe mit Kenton gelandet zu sein, oder? Na klar, aber er schien nicht besonders begeistert zu seinem Workshop zu sein. Er hatte bestimmt eigentlich einen anderen gewählt. Ja, der Anami, jetzt wo er weiß, dass ihr zusammen in einer Gruppe seid, hat er bestimmt seine Meinung geändert. Und du glaubst, das reicht, um ihn zu motivieren? Dann habe ich überhaupt keine Zweifel. Und wegen Carla, ich glaube nicht, dass sie mit uns drei lang die Nervensäge spielen wird. Außerdem scheint sie gerne zu schneidern. Naja. Jedenfalls konnte ich schon einen Blick auf die Stoffe werfen und ich finde, die sind gar nicht mal so schlecht. Das kann man was machen. Du könntest selbst aus einem Müllsack ein wunderschönes Abendkleid zaubern, wenn man es von dir verlangen würde. Wir brauchen aber bestimmt trotzdem deine Hilfe. Ach Quatsch, nicht nur das. Ja. Naja, ich muss jetzt noch los. Sie hat mit einem Satz abgebrochen. Noch was? Ich hatte Lay versprochen, mit ihm neue Stoffe auszusuchen. Bis morgen. Okay, bis morgen. Warum habe ich bloß das Gefühl, dass sie mir etwas verheimlicht? Vielleicht ist sie schwanger. Nein, ist sie nicht. Okay. Alle Schüler sind scheinbar schon nach Hause gegangen. Vor dem Heimweg hätte ich mich gerne noch mit Kenton verabschiedet. Wie auf Stichwort. Gehst du schon? Kenton. Ich will nicht die Klette spielen. Aber ich dachte mir, dass es doch schön wäre, wenn ein bisschen darüber zu quatschen, was heute so passiert ist. Finde überhaupt nicht, dass du eine Klette bist. Ich wollte auch gern noch mit dir reden. Ich hätte ihn gern dazu eingeladen, sich in ein Café zu setzen. Habe mich aber dann doch zurückgehalten. Ich habe immer noch Hausarrest und außerdem, falls man uns zusammen sieht. Ich war echt enttäuscht, im Schneiderei-Workshop zu sein. Aber wenn ich so darüber nachdenke, ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du eigentlich nicht, dass das nicht so dein Ding ist. Aber wenigstens verbringen wir so einen Tag zusammen. Ja, das ist das Wichtigste. Und ich hatte Angst, dass bei ihm das. Ich hatte schon Angst, dass bei ihm die Enttäuschung überwiegt. Du solltest dich mal schon mal mental darauf einstellen. Für Rosa hört der Spaß da auf. Ja, sie sollte sich auch wirklich bemühen, uns eine gute Lehrerin zu sein. Wenn sie nicht möchte, dass ich nur Blödsinn mache. Ja, das wird schon. Ohne weiter darüber nachzudenken, habe ich mich auf die Zehenspitzen gestellt und ihn geküsst. Doch als ich über seine Schulter blickte, sah ich eine Silhouette auf uns zukommen, die mir bekannt vorkam. Ich habe mich so schnell von ihm weggedrückt. Aber was ist denn? Iris, was machst du hier? Ich habe mein Handy im Raum B vergessen. Ich muss es unbedingt holen gehen. Ich brauche es ganz dringend. Iris ist echt immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Du solltest dich besser beeilen, sonst sind die Räume gleich abgeschlossen mit dem ganzen wertvollen Material. Wenn es nicht sogar schon zu spät ist. Oh nein, ich bin in Richtung Schule abgehauen. Ich glaube, ich sollte nun gehen. Ich habe keine Lust, dass uns jemand sieht. Okay. Ich habe ihnen einen schnellen Kuss gegeben, bevor ich weggegangen bin. Also los nach Hause. Jupp, gehen wir nach Hause. Das ist ein böses Spiel. Der Tag war noch aufwühlender als erwartet. Ich weiß gar nicht, was ich morgen erwarten soll. Diese Workshops überall in der Schule, das gibt bestimmt ein Riesenchaos. Zu Hause ist die Stimmung wie zuvor.
Ich habe mich von meiner nettesten Seite gezeigt und sie schienen mir verziehen zu haben. Was den Tag der Kunst angeht, habe ich sie total enthusiastisch an haben sie sich total enthusiastisch gezeigt. Mein Vater hat so etwas gesagt wie: Ehrlich, beschäftigst du dich mal mit etwas Intelligentem. Und ich habe mich zurückgehalten, ihm zu antworten. Er sollte im Moment auch besser von den Jungs abgelenkt sein. Am nächsten Morgen stand ich etwas verloren vor meinem Schrank. Er fragt mich, welches Outfit ich für meinen Workshop am besten wäre. So, ich bin fertig. Der Tag der Kunst kann losgehen. Wait. Perfekt. So, jetzt kann's losgehen. Frage mich, ob ich direkt zu meinem Workshop gehen soll. Gehen Sie bitte in die Turnhalle. Nein. Ihnen auch einen guten Morgen? Trödeln Sie nicht rum, wir müssen so früh wie es geht anfangen. Okay. Na, wenigstens weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Die meisten Schüler sind schon da. Inmitten der Turnhalle steht Boris und diskutiert mit jemandem, den ich nicht kenne. Bestimmt der Kunstexperte. Selbstverständlich wird es nicht einfach werden, aber es ist wichtig, bis auf den Grund seiner selbst zu tauchen, um den Antrieb seiner Inspiration zu entdecken. Ja, ist schon recht. Herr Boris wirkt völlig verloren. Guten Tag, guten Tag. Ich bitte um Ruhe, meine lieben Kinder. An diesem besonderen Tag haben wir die Ehre, unseren Gast, Herrn Patrick Sabin, begrüßen zu dürfen, unseren Kunstexperten. Kunst. Herr Sabin kommt direkt aus Australien, wo er in vielen Ausstellungen seine Werke zeigt. Er wird euch bei eurer Arbeit heute zur Hilfe stehen. Ich bitte euch, nennt mich Pat. Patrick, lasst uns doch nicht mit Förmlichkeiten aufhalten. Ihr sollt den Tag über so freien Geist wie möglich haben. Die Kunst lebt auch von der Spontanität. Einige Schüler haben sich verwirrt angeschaut. Was? Ich weiß zwar nicht warum, aber persönlich gefällt er mir jetzt schon. Er wirkt so voller Tatendrang. Ich bedanke mich ebenfalls bei den Eltern, die heute extra hergekommen sind, um bei dem heutigen Tag zu helfen. Die kenne ich doch. Oh Gott. Die dunkelhaarige ist die Mutter von Armin und Alexi. Die blonde ist Kims Mutter. Voll die Hyäne. Bei den beiden werden wir uns bestimmt nicht langweilen. Sie machen einen sehr temperamentvollen Eindruck. Es ist keine Zeit zu verlieren. Ich bitte euch deshalb, dorthin zu gehen, wo euer Workshop stattfindet. Dort erwartet ihr auch das vorgegebene Thema für eure Werke. Die Teilnehmer des Bildhauer-Workshops folgen mir. Ich kümmere mich um die Schüler der Schneiderei-Workshops. Und ich mich um den Malerei-Workshop. Ich bitte die Schüler des Fotografie-Workshops mir zu folgen. Und ich mache den Video-Workshop. Los, Beeilung, es wird schon spät. Ja. Yay. Da Ärgert. wären wir! Kims Mutter ist echt lustig, aber ihr Enthusiasmus geht hin und her. Also, das Thema der Gruppe wird für alle und für alle Workshops sind die Todeszinsen. Nicht schlecht, oder? Ken, Rosa, Carla und ich haben einen verdutzten Blick ausgetauscht. Ich glaube, wir haben alle etwas anderes erwartet. Nahezu nur Teil. Also, ja, die waren da auch. Die sieben Todsünden. Ja, aber ich denke da eher an Fullmetal-Alchemist. Ach so, ja, das geht auch mit den Homunkulussen. Das ist provokant, aber in der Mode kann man mit dem Thema einiges anfangen. Ach ja. Ich finde das auch ziemlich interessant. Ich gebe zu, ich bin etwas perplex. Mich inspiriert dieses Thema überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Idee, wie man die Todsünden auf Stoff bannen kann. Machst du Witze? Ich habe schon total viele Ideen. Das liebe ich so an euch, jungen Leuten. Eure Vorstellungskraft kennt keine Grenzen. Also ihr müsst auf eine einzige der sieben Todessünden einigen. Ich schlage euch deshalb vor, abzustimmen. Bei Gleichstand zählt auch meine Stimme. Okay, aber ich kann mich gerade überhaupt nicht an die Todsünden erinnern. Ach, könnte. Der Ballet. Das ist nicht so kompliziert. Es gibt den Neid, den Hochmut, den Zorn, die Völlerei, die Habgier, die Faulheit und die Wollust. Ganz genau. Also wer gibt als erstes seine Stimme ab? Du vielleicht? Ich? Los, sei nicht so schüchtern. Du musst doch noch deine Meinung abgeben. Okay. Okay, die Wollust werde ich auf jeden Fall nicht wählen.
Ich kann mir die Reaktionen der anderen schon vorstellen. Außerdem entzünden so peinliche Kleidungsstücke. Ich habe also noch 6 zur Auswahl. Warte. Ich bin verstolz. Man muss aber, ich glaube, für die. Ich glaube, die Gier war es, ne? Die Gier, Geiz, gell? Ja, hier. Ja, das muss ich, glaube ich, nehmen. Warum? Für dieses Episodenbild, Ach glaube so. ich. Das ist eine komische Idee. Warum denn die Habgier? Dann wird's günstig. Nee. Ich will dir ja nicht widersprechen, aber ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Es ist besser, die Habgier zu nehmen. Jemand Habgieriges würde niemals viel Geld in seine Klamotten investieren. Deshalb können wir ganz schnell irgendwelche Sachen zusammennähen und das wär's dann schon. Du bist so einfallsreich. Geht's doch? Ich wollte die Wollust. Die Wollust? Was denn? Ist doch nichts dabei. Außerdem könnten dabei viele interessante Kleidungsstücke entstehen. Ja. Ja. Ich will den Hochmut. Ja. Beruhigt euch, liebe Kinder. Die Demokratie hat gesprochen. 2 Stimmen für die Habgier. Eine für die Wollust und eine für den Hochmut. Die Habgier gewinnt. Yes. Na toll, ich beglückwünsche euch nicht. Oh. Was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, dass ich eine totale Niete im Nähen bin. Warum zum Teufel machst du da diesen Workshop? Warum sagt sie so, als wäre das eine gute Nachricht? Das ist ja nicht schlimm. Ich kann euch dabei behilflich sein, die Stoffe auszuwählen, während einige von euch die Garnrollen suchen gehen. Ich bleibe für die Auswahl des Stoffes. Es steht außer Frage, dass ich zulasse, dass ihr dabei was Dummes anstellt. Super, du und du, könntet ihr bitte den Garnrollen holen gehen? Sie hat mich und Kendon ausgewählt. Okay, aber wo sind denn die Rollen? Wenn ich das wüsste. You had one job. Ernsthaft? Das ist eine Schule und kein Schrank. Wir vertrödeln doch den ganzen Tag damit, das Garn zu suchen. Du erinnerst mich an meine Tochter Kim. Ein lodernes Temperament. Das ist genial. Sie hat Kendall einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken gegeben. Hab ihn mit einem What verwirrten Blick zugeworfen. Komm schon klar, wir hätten schon jemanden finden, der weiß, wo die Rollen für. Hier zum Beispiel Boris. Oh Gott, die Mutter. Ey, so richtig dumm. So richtig planlos, Alter. Oh Mann, ey. Warum wird so jemand Lehrer? Frag ich mich auch. Die Schüler der Bildhauerei-Workshop scheinen ein paar Schwierigkeiten zu haben. Also was soll man jetzt hauen? Aber guck doch, das macht einen Zickzack. Das sieht doch. Nein, das sieht nach nichts aus. Kunst. Ja. Das ist ein Zickzack, schau mal, das schaut scheiße aus. Kunst. Dann hast du sicherlich nicht den richtigen Winkel gefunden. Warte. Mann, ey, wenn ich nichts selber machen kann, dann hau ich hier ab. Sonst lassen wir es so. Wir müssen ja nur sagen, dass es Absicht war und ein bisschen schummeln. Naja, man sollte sie besser nicht ablenken. Die Arbeit war ganz schön kompliziert. Hau mal drauf, okay. Oh. Was machen die? Wow, Kassetsu ist konzentriert bei der Arbeit. Jeder von ihnen arbeitet auf Hochtouren und sie sprachen kaum ein Wort miteinander. Man sollte sie. Wow. Kastieren und arbeiten. Respekt. Warte mal, sind da vielleicht hier drin? Nö. Guck mal, was die anderen so machen. Geh mal in die Dunkelkammer und mach ein Licht an. Ha, ha. Sie haben wirklich gute Arbeit im Keller geleistet. Es ist kaum wieder zu erkennen. Man sieht ja nichts. Das ist doch nicht wahr. So, wo ist denn da? Ne, ohne Scheiß, wo sind die denn jetzt? Vielleicht noch in der Tonne? Ich Ne, habe da doch haben wir schon schon. überall geguckt. Boris! 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 Boris. Ey, Boris. Ist doch jetzt. Ah ja. Wenn das so weitergeht, sind wir nachher die Einzigen, die mit ihrem Workshop immer noch nicht angefangen haben. Mich nervt es genauso sehr wie dich, sage ich dir. Jetzt macht mir Panik. Ich habe ihm eine Hand auf den Arm gelegt, um ihn zu beruhigen. Entschuldige, ich hätte mich nicht so aufregen sollen. Schon in Ordnung, aber wir arbeiten effizienter, wenn wir einen kühlen Kopf bewahren. Hallo ihr zwei, was macht ihr? Wir suchen die Garnrolle für unseren Schneiderei-Workshop. Ah, ich glaube, ich habe gesehen, wie ein Schüler sie in die Bio- und Chemieraum gebracht hat. Ach super, dann wissen wir jetzt, wo wir suchen müssen. Warum bist du denn ganz alleine, Pia? Amber hat mich genervt, ich brauche frische Luft. Meine Arme, ich kann dich gut verstehen. Es ist bestimmt nicht ganz einfach, ihr Temperament zu zügeln. Du würdest es kaum glauben, sie hat sich in den Kopf gesetzt, das Star des Videos zu werden. Welche Überraschung. Viel Spaß noch auf jeden Fall. Wir sollten jetzt besser gehen.
Okay, bis dann. Bis dann. Das sind ja die Garnrollen. Entschuldige bitte, dass ich mich gerade so aufgeregt habe. Mach dir keine Gedanken. Ganz ehrlich, das Nähen interessiert mich kein Stück, aber ich gebe mein Bestes. Mir ist eine Idee gekommen. Könntest du vielleicht unser Model sein, für das wir die Kleidung kreieren? Nein. Model, warum denn nicht? Weil. Also schau dich doch an. Ist das sowas wie ein Kompliment? Ja. Lieb von dir, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich ein Model spielen kann. Ich bin mir da ganz sicher. Ich glaube, du bist nicht ganz objektiv. Vielleicht könntest du einfach das Kompliment annehmen. Er hat mir seine Hand in den Nacken gelegt und mich sanft geküsst. Ja, die Ich rosarote glaube, Brille. die anderen warten auf uns. Ah, bestimmt. Lass uns gehen. Dann los, zurück in den Klassenraum B. Und da werden jetzt die ganzen Leute, oder? Hoffen. Ah, da seid ihr ja endlich. Wir sind nicht weitergekommen. Wir sollten Gas geben. Oh, ein Spruch, der in Deutschland gar nicht mehr geht. Du bist Ich scheiße. weiß, tut mir leid. Ganz gar nicht, was wir überhaupt machen werden. Wir müssen uns entscheiden werden. Wir mussten uns entscheiden, während ihr nicht da wart. Habe ich mit Carla diskutiert und wir haben eine Entscheidung gefällt. Und wir haben dabei nicht mitzureden. Da hättet ihr früher kommen sollen. Alle haben schon angefangen, nur wir nicht. Wir hätten keine Wahl. Und was hast du für eine Idee? Ich hatte eine Jacke, die aussieht, als wäre sie aus Geldschein gemacht. Ich weiß ja nicht, was ich darauf antworten soll. Aber das wird doch hässlich. Auf dem Papier sieht es vielleicht nach nichts aus, aber die Idee, die dahinter steckt, ist richtig gut. Sie kommt außerdem von Carla. Gott. Na, der Geiz hat das Bedürfnis, hat seine Aufgaben immer genauestens zu überwachen. Was liegt da näher, als seinen Klamotten aus seinem eigenen Geld zu machen? Auch wenn es mir schwerfällt, es zuzugeben, aber es ist eine gute Idee. Okay, gar nicht mal zu schlecht, aber ich lehne es ab, eine Idee von Carla zu unterstützen. Ja. Gar nicht mal so dumm, die kleine Carla. Okay, ich kann der Vorgehensweise gut folgen, aber was machen wir, damit es auch gut aussieht? Stimmt, es wird kein Kleidungsstück, das man jeden Tag anziehen kann. Man muss es als Kunstwerk an sich betrachten. Wichtig ist, dass wir dabei sorgfältig arbeiten. Wir konnten nicht mehr weiter darüber sprechen. Rosalia und Carla wollen nicht nachgeben. Rosalia erarbeitet eine Art Schablone und aus dem richtigen Stoff konnten wir Rechtecke ausschneiden, die die Geldscheine darstellen. Währenddessen hat sich Rosa um die Grundlagen gekümmert, eine Männerjacke. Uns ist noch nicht geholfen. Wir brauchen eine Männermodel. Ohne können wir das nicht arbeiten. Und warum machen wir dann nicht einfach eine Frauenjacke? Das würde nicht gehen. Seine Jacke wirkt einen Jungen einfach besser. Und wenn wir wollen, dass sie richtig sitzt, dann bleibt es immer an Kenden hängen. Nein, auf keinen Fall. Damit werde ich mich doch lächerlich machen. Hast du etwa die Kostüme vergessen, die wir für das Theaterstück geschneidert haben? Hast du kein Vertrauen zu mir? Doch, aber. Nichts aber, sei nicht so kindisch, es wird schon gehen. Sie hat sich ihm genähert, um seine Maße zu nehmen, während Carla und ich weiter den Stoff zugeschnitten haben. Was hast du mit diesen Garnrollen vor? Du erlaubst mir doch zu arbeiten, oder? Leg sie hin, du brauchst sie doch gar nicht, ich habe schon. Ich aber schon. Warte kurz. Und mach dich endlich mal an die Arbeit. Ich will nicht, dass wir morgen in der Ausstellung wie Idioten dastehen. Jetzt hör mal. Ausstellung? Welche Ausstellung? Du hörst echt nie zu. Morgen, der Tag der offenen Tür mit Eltern, Freunden etc. Und ein der Werke wird dann von unseren Kunstexperten ausgestellt. Wenn wir uns also nicht lächerlich machen wollen, sollten wir unser Bestes geben. Noch eine Information, die ich während der Versammlung in den Turnhallen an mir vorbeigegangen sein muss. Verstehe ich. Aber das heißt doch das. Oh nein, Kenton, meine Eltern zur selben Zeit am selben Ort. Ich muss unbedingt mit Kenton unter vier Augen sprechen. Hey, pass auf! Das ist doch kein Rechteck, sondern ein Dreieck. Schon gut, ich mache ein neues. In meinen Augenwinkel sah ich Kenton und Rose herumwuscheln. Es ist doch jetzt fertig, oder? Geduldig du sein kannst. Hör auf, dich zu bewegen, dann wäre es vielleicht einfacher. Also, wie kommen denn unsere Stylisten und Schneider voran? Ich hatte ihn gar nicht kommen sehen. Wir arbeiten an einem super Projekt und ich.
Wir machen eine Jacke, die aus falschen Geldscheinen besteht. Die Habgier also. Es scheint mir eine gute Idee zu sein. Allerdings muss die Umsetzung wirklich ausgezeichnet werden, wenn ihr ein gutes Ergebnis erzielen wollt. Ja, aber mal abgesehen von Rosaria sind wir hier alle Anfänger, also. Ah, dafür bin ich doch da. Patrick hat uns gezeigt, wie man die Nähmaschine bedient und wie man Taschen und einfache Kragen herstellt. Rosa scheint ungeduldig zu werden. Eure Arbeit zeigt schon sehr gute Ansätze. Wenn ihr eure Schulkameraden allerdings übertrumpfen und morgen ausgestellt werden möchtet, müsst ihr eure Anstrengungen noch verdoppeln. Rosaya, ich vertraue auf Sie, die anderen in der Arbeit anzuleiten. Sie können mir vertrauen. Es scheint ihr dazu gefallen, dass Patrick sie so besonders behandelt. Gebt euch besonders viel Mühe mit den letzten Arbeitsschritten, dann solltet ihr es gut hinbekommen. Und vergesst nicht, dass wahre Schönheit kein Gesicht hat. Viel Erfolg. Ich bin nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Wir haben uns wieder an die Arbeit gemacht und uns ging und was? Und uns so gut es ging angestrengt. Ich war gerade dabei, die Geldscheine an der Jacke zu nähen, als ich sah, wie Carla sich völlig verhedderte. Sie machte viel heiße Luft um nichts, aber sie kann wohl nicht besonders gut schneidern. Ich weiß zwar nicht, ob sie es verdient hat, aber ich sollte ihr besser helfen. Nach all dem, was sie mich gesagt hat, kann ich ihr unmöglich helfen. Na, wir sind nett, oder? Warte, ich zeig's dir. Ich krieg das schon alleine hin. Lass mich in Ruhe. Lass Nami das machen. Komm lieber her und halte die Falten hier. Aber Shut the fuck up, ich bitch. brauche auch Hilfe, also komm her. Carla ließ ihre Arbeit liegen und ich versuchte zu retten, was zu retten war. Hey, Nami. Guck mal, ich glaube, ich habe eine Tasche hinbekommen. Ich habe nur einen kurzen Augenblick hochgesehen. Autsch! Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe geschafft, mich die Nadel in den Finger zu jagen. Nami, alles in Ordnung? Alles okay. Aber du blutest doch. Ups. Ja, hast du verschissen. Barker Bitch. Nur weil du mir deine Tasche zeigen wolltest, also. Reicht mal, die ist beschissen. Oder, ja, das dauert nicht mal lange. Er nahm meine Hand und sich, um sich besorgt die Verletzung anzusehen. Das sieht schlimm aus. Ach Quatsch, das ist nur der Finger. Ist normal, dass es schnell blutet. Ich gehe schnell ins Krankenzimmer, um dir ein Pflaster zu holen und die Wunde zu desinfizieren. Er ist schnell wie der Blitz verschwunden. Bist du sicher, dass es schon geht? Na klar, das ist doch nichts. Kinder ist mit einem Pflaster und dem Desinfektionsmittel zurückgekommen und wir konnten weiterarbeiten. Am Ende des Tages waren wir mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Los, Kinder, zieh die Jacke an, dann sehen wir alle, wie sie wirkt. Mein Magen knurrt. Mochend hat er ihre Forderung nachgegeben. Das ist seine Reaktion. Ich will so eine. Aus echten Geldschein. Ich sehe doch aus wie ein Clown. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, sie steht dir gut. Es geht. Es hätte schlimmer sein können. Ich hätte nur ausgedacht, nee. Ich weiß zwar nicht, wie dieses Ding jemand stehen kann, aber danke. Du übertreibst. Diese Jacke ist gar nicht mal so schlecht. Sie hat ein paar kleine Fehler, aber ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Hätten wir allerdings noch mehr Zeit gehabt. Also seid ihr fertig geworden? Die anderen Gruppen sind bereits dabei aufzuräumen. Ihr solltet euch also beeilen. Nur weil du so sinnlos bist. Ja, wir sind fertig. Schauen Sie. Sie hat mir den Finger auf Kendall gezeigt. Was ist. Oh. Ich habe Kendall noch nie so beleidigt gesehen. Das ist extrem, originell. Sie können doch nicht sagen, dass es hässlich ist. Ja. Wie auch immer, ihr könnt euer Werk zu Herrn Servius in die Turnhalle bringen, wenn ihr fertig seid. Vergesst nicht, den Raum ein bisschen aufzuräumen, sonst bekommen wir noch Ärger mit den Lehrern. Ich kümmere mich darum, die Jacke wegzubringen. Und diesen Raum habe ich für heute genug. Super, danke. Ich wollte gerade gehen, als Kendall mich heimlich an den Arm fasste. Ich warte vor der Schule auf dich. Ja, ich muss eh noch mit dir sprechen. Mist, ich glaube, Carla hat unser Gespräch mitbekommen. Ich sollte ab jetzt wirklich doppelt aufpassen. Mein Gott, du stehst doch einfach, was ist schon dabei? Deine Mutter. Ja, genau, die ist dabei. Was machst du denn hier, Mama? Ah, da sind sie ja. Ich habe nur noch auf eure Kreation gewartet. Bitteschön. Also, was haben wir denn da? Hat sich aufmerksam die Jacke angesehen, die ich ihm hinhielt. Schön, legen Sie sie bitte auf den Schreibtisch. Ihr werdet morgen erfahren, ob sie den ersten Preis bekommen hat.
Okay, es gibt also wirklich eine Rangliste. Nee, ich habe keine Lust mehr, mich weiter darum zu kümmern. Dieser Tag war wirklich anstrengend. Es sollte jetzt besser gehen. Bis morgen. Bis morgen. Gut. Es ist echt verlassen hier. Du hast auf mich gewartet. Ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich konnte mit meinen Eltern noch nicht über den Tag der offenen Tür morgen sprechen, aber vielleicht werden sie kommen, deshalb. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß schon, dass ich mich vor Ihnen besonders unauffällig verhalten muss. Ja, aber morgen ist sogar noch wichtiger, nicht aufzufallen als heute schon. Was sollen wir denn noch machen? Ich glaube, wir sollten einfach nicht miteinander sprechen. Wir gehen uns also aus dem Weg? Ja. Nein! Gut, dabei habe ich scheinbar eh nicht mitzusprechen. Hat sich Kopfschütteln von mir entfernt. Warte! Ja, womit hat die gerechnet? Dann kann nicht wahr sein. Ich habe endlich alles, was ich je wollte, und ich bin dabei, alles kaputt zu machen. Ich muss auf jeden Fall einen Weg finden, es wieder gut zu machen. Mein Magen. Naja, es ist nur noch ein Dialog. Ich bin wirklich entmutigt. Der morgige Tag wird bestimmt kompliziert werden. Na du? Ich habe aufgesehen und war geschockt. Überraschung! Oh nein, nicht du schon wieder. Nedi! Episode beendet! Yay! Du nächste. Geh mal essen. Nur noch eine Episode und dann bin ich endlich aktuell. Yay! Mal gucken, wann ich die spielen werde. Wahrscheinlich wieder so. Rund 800, sage ich jetzt mal. Aber okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!